Jeder möchte ebenso sehr geliebt werden, wie er selber liebt. Habt ihr jemals an der Loyalität und Liebe von jemandem gezweifelt und einen Beweis für diese gefordert? In diesem Video geht es um eine Frau, die die Liebe ihres Mannes auf die Probe stellen wollte. Los geht's! Eine Frau namens Sarah hatte eine glückliche Ehe mit einem Mann namens Matthew. Sie war von der Treue ihres Mannes überzeugt. Doch als sie in ihrem Umfeld immer wieder mitbekam, dass Leute ihre Partner betrogen, kam auch ihr Zweifel. Sarah beschloss, seine Liebe zu ihr auf die Probe zu stellen. Tagelang überlegte sie, wie sie es anstellen könnte, und dann kam ihr eine Idee. Sie schrieb ihrem Mann einen langen Brief, in welchem sie ihm mitteilte, sie würde sich von ihm scheiden lassen wollen. Unter anderem stand in dem Brief, dass ihre Liebe zu ihm erloschen sei und dass sie nichts mehr für ihn empfände. Den Brief legte sie auf das gemeinsame Bett, wo ihr Mann ihn finden sollte, sobald er nach Hause kam. Sie selbst versteckte sich unter dem Bett, um seine Reaktion auf ihren Brief beobachten zu können. Tatsächlich klappte der erste Teil ihres Plans genauso, wie sie es sich gedacht hatte. Nach einer Weile kam ihr Mann nach Hause, ging in das Schlafzimmer und fand den Brief auf dem Bett. Sarah, welche unter dem Bett versteckt lag, wurde langsam aufgeregt. Ihr Herzschlag beschleunigte sich und sie konnte es kaum erwarten zu erfahren, wie Matthew reagieren würde. Ihr Ehemann öffnete den Brief und begann laut zu lesen. Als er fertig gelesen hatte, nahm Matthew das Telefon und rief jemanden an. Zuerst dachte Sarah, er würde versuchen, sie anzurufen, doch sie irrte sich. Offensichtlich rief er nicht sie, sondern einen Freund an. Anstatt betrübt zu wirken, erzählt Matthew seinem Kumpel lachend, dass seine Ehe nun endgültig vorbei wäre. In diesem Moment brach es Sarah das Herz, doch sie wartete unter dem Bett, bis ihr Mann das Haus verlassen hatte. Erst dann traute sie sich unter dem Bett hervor. Dann fiel ihr ein Brief an sie auf dem Bett auf. Mit zitternden Händen öffnete sie ihn und begann zu lesen. Die erste Zeile lautete: Meine liebe Frau. Es dauerte über eine Minute, bis sie den Mut fasste, um weiterzulesen. Wenn du das nächste Mal versuchst, meine Liebe zu testen, dann stell sicher, dass man dich unter dem Bett nicht sieht. Deine Füße schauten heraus. Ich bin einkaufen, wir sehen uns gleich. Als sie die letzte Zeile des Briefes gelesen hatte, begann sie vor Glück zu weinen. Sarah bekam zwar keinen eindeutigen Beweis für die Treue ihres Mannes, doch stattdessen lernte sie eine wichtige Lektion. Und auch wir sollten uns diese Lektion verinnerlichen. Wenn du jemanden wirklich liebst und ihm vertraust, dann stelle seine Treue nicht auf die Probe. Denn ein Test ist gar nicht nötig. Tu das, was dich glücklich macht, und folge dabei deinem Bauchgefühl. Wenn dir dein Partner in die Augen schaut, während du mit ihm redest, oder du ihn ab und zu dabei erwischt, wie er dich ohne ersichtlichen Grund beobachtet, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn ihr eure Liebe vor äußeren Einflüssen beschützt und ab und zu Kompromisse eingeht, anstatt ständig eure eigenen Ziele gnadenlos durchzusetzen zu wollen, dann habt ihr wahre Liebe gefunden. Und das ist alles, worauf ihr zählen könnt. Bewahrt dieses Glück, solange ihr es habt. Also hört auf, wegen Kleinigkeiten zu streiten, und sprecht eure Zweifel persönlich an. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke doch auch für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.